Also dieses Labyrinth hier, das ist echt toll. Also das macht Spaß hier rumzugeistern. Rumzustreunern. Das Ganze hier natürlich auch auszuplündern bis zum letzten Kohleklumpen. Wie sieht das eigentlich mit dem Stack Redstone aus? Hat sich nichts getan. Boah, ich dachte gerade... Ich habe gerade so ein Geräusch aus dem Flur gehört, so das Knacken der Dielen, und da dachte ich schon, oh Gott. Creeper! Also wenn da nicht irgendwo mal ein Zombie-Spawner in der Nähe ist. Direkt hier hinter der Wand. Dann weiß ich auch nicht. Na, wie komme ich da hin? So, hier basteln wir uns jetzt erstmal eine Treppe. Mann, haben wir den ausgehöhlt hier. Ach, guck mal, da ist ja schon der erste Kumpel. Und da ist der zweite Kumpel. Oh oh. So, dann kann ich mir in Ruhe mein nächstes Schwert reinziehen. Ach, jetzt verballern wir erstmal das Steinschwert. Oh, und da vorne scheint wirklich ein Spawner zu sein. Ja, ich sehe ihn schon. Und wir wagen uns Schritt für Schritt nach vorne. Das heißt, es hier schnell das Lichtlevel hochschrauben. Theoretisch, wir haben schon einen Zombie-Spawner ausgekleidet. Brauchen wir noch einen? Meiner Meinung nach nicht. Kommt der weg? So. Was ist in der Kiste? Weizen kann man immer gebrauchen. Eimer kann man auch immer gebrauchen. Die Eimer würde ich dann hier gerne mit Lava füllen. Aus dem einfachen Grund, weil wir wahrscheinlich im Dorf irgendwann auch mal wieder eine Lava... Oder theoretisch könnten wir das auch für den Ofen verwenden. Oh. So. Wohin? Ah, jetzt hänge ich da drin fest. So. Da unten ist wieder mein Minecart-Strecke, aber jetzt... Ah, und da ist Gold. Schicke Sache. Da habe ich immer so eine richtige Grinsefresse im Gesicht, wenn ich Gold sehe. Weil ich weiß, dass wir mit Gold ziemlich gut unsere Minecart-Strecke voranbringen können. Das ist doch mal ein Grund, sich zu freuen, würde ich sagen. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Da grabe ich mir hier noch einen Weg. So, erstmal die Kohle, bevor wir jetzt den Boden hier rausgraben. Das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Monsterraum in dieser Riesenhöhle gewesen sein. Langsam mal wieder was essen. Und wir sind jetzt schon auf Level 6. Das sehe ich jetzt erst. Wir haben uns ja die Zombies richtig vorangetrieben. Ein Hoch auf die Zombies. Wenn ich wüsste, dass eine... Dass eine Truhen... oder eine Kisten... ein Kisten-Minecart genau bis zu uns nach Hause durchfährt, oder zumindest bis zum Knotenpunkt da, wo die Weichen stehen,
Dann würde ich ja sagen, wir machen einfach so eine Kisten, Minecart-Strecke. Güterstrecke halt. So, die können wir mal hier zupacken. Und unser Inventar sieht doch schon ganz nett aus. Alles, was wir mitnehmen, kommt mal da oben hin. Und alles, was irgendwie nebensächlich ist, hier nach unten. So. Brote habe ich keine mehr. Nein, da muss ich jetzt wieder das hier zu mir nehmen. Gleich gehen wir da mal da lang, wo die Minecart-Strecke entlangläuft, damit wir wieder ein paar Streckenteile klauen können. Ja, scheint irgendwo ein Spinnenspawner zu sein. Also zumindest der Geräuschkulisse nach zu urteilen. Ey, nicht da lang fließen. Was ist das hier für einer? Hat man nicht erkannt. So, die Fackel packen wir jetzt mal dorthin. Das Problem ist jetzt, wo ich in der Nähe ja so die Party läuft, hören wir weniger, was jetzt bei uns abgeht. Aber auch wenn da ein Spinnenspawner ist, der wird früher oder später auch entdeckt werden. Gold! Ich freue mich. Und Kohle, ich freue mich. Aber nicht so wie übers Gold. Tut mir leid, liebe Kohle. Gold! Und Gold! Ich fackel hier wirklich mal ein bisschen mehr aus, als eigentlich sein muss. Ich möchte ja auch nicht unbedingt, dass wir irgendwelche Geräusche irgendwann nochmal wahrnehmen, sondern dass wir hier einfach durchgehen können. So. Und damit sind wir mit der Ecke fertig. Was sagt unser Inventar? Ach Gott, noch Platz. Über einen Stack von dem Moosstein. Fragt sich ja wirklich, wo die sind. So, jetzt geht mal den Dreck hier runter. Dann nehmen wir hier noch das Eisen mit und dann geht's erstmal in die andere Richtung, wo die Minecart-Strecken noch da waren. Okay, harmlos. Ja, man weiß ja nie. Ah, da ist wieder ein nettes Geräusch gekommen. Ah, und irgendwie spinnt jetzt... Ah, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt hier mit der Technik los? Ich kann hier gar nichts mehr machen. Ah, ich drück mal auf Escape. Geht auch nicht. Das heißt, wenn uns jetzt etwas angreift, sind wir hier... Weil meine Maus ist irgendwie in einem anderen Bildschirm und ich guck mal, ob es irgendwie so klappt. Ah, geht immer noch nicht. So. Ah. Ey. Hallo? Ich hätte gerne die Kontrolle über meine Maus wieder. Danke. Das war das Letzte, was wir gebraucht haben. Überlegt mal jetzt, welche Lava in der Nähe gewesen. Aha. Oh. Gut. Irgendwie, wenn man so viele Creeper trifft wie wir, dann härtet das irgendwann ab.
Naja, den lassen wir jetzt erstmal in Ruhe und jetzt gehen wir wirklich mal in den Gang, in dem ich rein wollte und da unten turnt ein Skelett rum. Und das lassen wir einfach mal rumtouren. Sag mal, wieso passiert hier nichts? Geht doch. Könnten wir jetzt auch mal hier gucken. Gold! Eisen! Noch mehr Gold. Wir haben doch jetzt bestimmt schon 20 Gold insgesamt gefunden. Also allein in dieser Runde waren es jetzt 17. Ja. So, hier oben war noch... Hier war... Irgendwo war noch mehr Eisen. Da. Da ist dann gleich noch ein neuer Raum drüber. Das mache ich jetzt dahin also als Erkennungszeichen. Nach dem Motto, ich war schon unten drunter. Dass man das auf Anhieb sieht. Wie war das? Ich wollte da auf die andere Seite, da wo die Minecart-Strecken sind. Und jetzt rennen wir doch hier rum. So, mittig wenigstens. Ja, da gibt es eine Strecke vielleicht. Aber wir gehen jetzt doch mal da hinten gucken. Und machen das hier mal auf. Können wir hier nämlich auch schon mal ausfackeln. Da können wir hinterher von oben holen. Und wie geht mir diese Spinnengekraxe in der Ecke hier langsam auf die Nerven. Nichts gegen euch, liebe Spinnen. So meine ich das doch gar nicht. Hier ist auch schon wieder Eisen. Zumindest ein Blöckchen war da. So, jetzt müssen wir... Nee, hier lang... War es nicht. Das war da, wo der Spawner war. Hier. Hier ging es runter. Naja... Was mehr hatte ich schon erwartet. Aber so wenig ist es dann ja auch nicht. Zumindest ordentlich viele Strecken. Und ich habe eine sichere Position gefunden, um meine Aufnahme zu beenden. So.